Bar. Na toll. Komm ich gar nicht rüber hier, wenn du da stehen bleibst. Ja, siehst du? Ich kann ja nur hast drei Meter vor dir. Jetzt ist grün. Jetzt ist grün. Ja, kannst mal sehen. Haben sie aber auch schön gemacht, ne? Mit der Bar, wie das flackert, das Licht. Und das sieht jetzt auch richtig schön aus, gerade weil es dunkel ist. Ja. Diese ganzen Beleuchtungen hier. Kann ich mir gut vorstellen, wenn dann Winter ist, so in Weihnachtsbeleuchtung. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator und hier sind wir heute in einer Viererrunde, weil der Luxen krank ist und der Sigi, der ist gestürzt und liegt im Krankenhaus. Da wollen wir mal hoffen, dass er sich bald wieder erholt und da mitfahren kann hier und gesund wird. Deswegen sind wir heute zu viert und da ist zunächst einmal Fotofreak Falcone. Hallo! Hallöchen! In ganz neuem, schicken Design. Die haben alle diese altbackenen Trucks. Und dann ist die Bibi da. Hallo Fryer! Hi! Ja, und unser Mario ist da. Der hat schon gesagt, er will mich wieder in den Graben schicken heute. Hallo Mario. Moin, moin. Ja. Dann machen wir wieder. Ja, und die Bibi, die hat schon einen Auftrag gefunden. Und da fährt sie jetzt hin und wir fahren wie die kleinen Entenküken hinterher, damit wir den auch kriegen. Jo, ich mach da mal los. Ja. So, dann fahr ich mal hinterher. Ja, ich musste erst hier starten. Brumm, brumm. Endlich mal wieder am Steuer. Ich der Jahreszeit angemessen habe ich eine Halloween-Lackierung, ne? Naja. Ja, ist ja demnächst auch wieder soweit, ne? Ja. Mit World of Trucks. Halloween-Event. Ah ja. Ach ja. So, müssen wir hier mal größer schalten, damit man was sehen kann. Jetzt bin ich auch genau hinter Mario, das ist prima. Ich habe nämlich schon meine Rache angekündigt. Ich habe ihm schon gesagt, wenn wir mal eine lange Tour haben, mit mehreren tausend Meilen, kurz vor Schluss kicke ich den irgendwo gegen, mit 200% Schaden. Ja. Dann sag aber vorher Bescheid, dass ich beiseite. Wieso? Zwei Fliegen mit einer Klappe hat doch was. Ich habe dich noch nie angebumst. Ach ja. Was fahrt ihr so schnell? Ich fahre hier fast 60 und kriege euch nicht ein. Hier ist 45 erlaubt. Wollte gerade sagen, also ganz schön schnell Fahrstil gehabt hier da vorne. Naja. Ja, die Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist eher so Bedarfsempfehlung, weißt du? Ja, die sind gerade noch in Elite Dangerous unterwegs gewesen. Mit mehreren Lichtjahre Entfernung übersprungen und so. Aber ich habe jetzt hier hinten schon so viele Bremslichter dran und du siehst es immer noch nicht. Wie meinst du? Dich? Nee, ich hab die KI, die ist so weit rüber gefährt. Ich hab's gesehen. Ach so. Mhm. Wie hast du das gemacht, dass die Lichter hinten an der Kabine funktionieren? Weil normal geht das doch, sind die doch alle immer tot. Also zumindest bei den serienmäßigen Trucks, wenn du keine Mods hast. Das ist das, Tuning-Pack für den Canvas. Ach, das ist ein DLC, was du kaufen musst. Genau. Ah, okay, alles klar. Nee, muss man nicht. Kann man. Kann man. Ja. Ja, okay, kann man. Ich liebe diese amerikanischen Kleinstädte. Würde ich gerne mal besuchen. Die haben so einen ganz eigenartigen Charakter, ne? So von der Bauart. Mhm. Ja, ja. Und das ist hier so ein Mittelding, so ein bisschen größer schon. Ja, von dem Bild hier mit den Indianer drauf. Jo. Nee, hier noch nicht. Eine weiter. Darfst du doch nicht sagen, Indianer. Guck mal hier. Ist ein Cowboy. Indigenen. Ja, Ureinwohner. Guck mal, die hier hatten früher Cheyenne, alle eine Uhr. Ja, geht das noch gut? Also gerade noch. Ist das noch weit? Weiß ich. Ja, du hast doch deine Anzeige, du. Nein, ich habe keine Anzeige. Ich habe die Anzeige ist bei mir aus.
Ich fahre nach dem Navi, was hier auf dem Armaturenbrett ist, und fertig. Okay. Das mache ich da. Jetzt hat sie einen Auftrag angenommen, der in 4000 Meilen abzuholen ist. Nein, das, wenn ich sage, ich will einen Auftrag in Cheyenne haben, dann kriege ich den auch hier in Cheyenne, oder? Okay. Da gehe ich jedenfalls mal von aus. Ich kick mal eben. Eine Meile noch und in 7 Minuten sind wir da. Gut. Also, ganz entspannt zurücklegen. Nee, das mache ich lieber nicht. Dann schlafe ich ein. Ja. Spiegel. Blöden Spiegel hier mal. Ah, das Schöne ist, dass du die Mod zugelassen hast. Kann ich mit meinen elektronischen Spiegeln fahren. Ah, ja. Mit meiner süßen Begleiterin. Aha. Luxen hat keine Begleiterin auf dem Beifahrersitz, weil die immer die Sitzpolster verunreinigen, wenn er fährt. Da gibt's 31 Kilometer, ey. Das Auto ist nagelneu hier, ey. Wow. Ah, da gibt's doch bestimmt irgendwelche Schrombezüge oder sowas. Ja, oh. Weil er sagte auch, das ist immer so viel Arbeit, hinterher die Bezüge alle reinigen lassen. Ah! Das wäre ich dir ja, beinahe gut. Schon drauf gefahren. Und immer das Blut von der Windschutzscheibe wischen und alles, weißt du? Ihr steht vor der roten Ampel, ne? Ja. Yep. Ja, ich fahre da mal langsamer, warte. Besser ist, das müssen wir suchen. Müssen wir hier eine Fahndung rausgeben. Ja. Kommt die Highway Patrol. Gesucht wird freier. Mhm. Mal hier Mülltonschubsen machen? Das ist ja in den USA ein bisschen anders als hier. Da kannst du dann, dann nehmen dich erstmal fest, sperren dich ins Gefängnis und dann überlegen sie, warum sie das eigentlich gemacht haben. Ja. So. Ey, du musst. Gib dir die Mülltonnen an die Seite. Ach, herrje. Oh. Na komm, wird mal grün hier. Kann er sich die morgen an der nächsten Ecke abholen? Ja. Dann denkt, schimpft er wieder über den Müllabfuhr. kriegen die wieder das Fett weg. Oh, da bin ich über den Poller. Ja, mal nix. Poller? Ja, hier ist so ein Mittelbordstein gewesen. Den habe ich nicht gesehen, da bin ich ein bisschen drüber gefahren. Aber ist nicht schlimm. Lässt sich aber auch nicht auf der Mitte schieben hier. Ja, nicht schlimm, Jim. Ihr kommt gerade. Ich sehe euch kommen. Also ganz ehrlich, Mario, da muss ich dran vorbei. Ach, das ist die KI, die ich ausgebremst hat. Ich bin dir jetzt in den 3 Kilometer schon 40 Mal beinahe hinten drauf gefahren. Ja, nee, also ich bin schon mal hinter Luxen gefahren. Das war anstrengend. Aber da bist du doch noch ein bisschen... Also das war furchtbar jetzt. Ja, ich bremse aber vorsichtig. Also. Ja, das habe ich gesehen. So von 0, von 100 auf 0 in 0,1 Sekunde. Pack! Komm. Du, das ist Julia hinter mir, okay? Ja. Du staubst. Ja, ich staub. Oh. Okay, Vorsicht, hier ist Stoppschild. Ja, macht nix. Tu ihm nix. Also die eine Mülltonne ist weggeploppt. Crossing Railroad. Yay, Zug fahren. Boah, da hatte ich so Bock drauf, gestern schon und heute, aber ich hatte keine Zeit. Keine Zeit. Morgen wohl auch nicht, damit ich mal ein bisschen Vorlauf kriege. Weil dann werde ich wahrscheinlich am Montag, Dienstag, Mittwoch, falls die hier nochmal Krach machen, die Bauarbeiter, kann ich ja dann mich damit ein bisschen beschäftigen. Es ist blöd, wenn du deine Aufgaben, deine Videos nicht gemacht hast und wenn dann die Bauarbeiter kommen, dann kommst du echt in Schwulitäten. Hm. Ja. Kannst alles in den Abend quetschen. Das hast du ja gesehen. Ich habe bis heute Morgen um 4 war ich da dran. Aber das war auch, weil ich mich gestern verquatscht habe ein bisschen, ne? A little bit. So, sagst du Bescheid, wenn du den angenommen hast, ne? Ja.
Auftrag annehmen. Mugby, fahren Sie fort. So, sag mal. Da hat sie Industriekabeltrommel Cheyenne nach Sandpoint, Idaho. 986 Meilenskis. Da hinten steht der. Ansehen und gleichen Job annehmen. So, wo haben wir den denn? Steht hinten um die Ecke. Die eigener LKW. Oh, aua, schade. Auftrag das. Annehmen. Die Dinger, die haben halt einen riesen Wendekreis. Da bin ich nicht mehr gewohnt, ey. Ja, die alten, die altgebauten, ne? Deswegen fahre ich da nicht so gerne. Ist ganz schön schwierig. Ich hatte mal früher so ein Mod davon im ETS, da bin ich schon mit so einem Peterbilt gefahren. Ist aber ewig her. Gibt's aber noch Videos von. Nee, brauche ich doch gar nicht. Habe ich doch angenommen. Oder nee, muss ich nochmal annehmen. Boah, ist das ein langes Ding. Du willst uns nur ärgern. So, dann mal gucken. Habe ich den jetzt? Ach nee. Ach nee, dann hat er das doch schon gemacht. Ja, dann ist ja gut. So, hab ich den jetzt? Hä? Ja. Da ist ja auch meine Hüpfspirale schon. Ich will nicht. Krieg den nicht. Setze die Frage. So. Andere Seite. Eine Tabelkronne. Oh. Irgendwie ist der schlecht zu treffen, ey. Nö, finde ich gar nicht. Schon dran. Oh, jetzt habe ich meinen. So, dann fahre ich am besten schon mal raus. Möglicherweise hat auch einer seinen hier stehen, wo meiner war. Jo. Mach mir mal ein bisschen Platz. Ich muss einen größeren Bogen fahren, sonst kratze ich hier nämlich alles weg. Kannst doch vorfahren. So, ja. Muss ich ja sowieso. Ja. So, ja. Wer hat die Alarmleuchten nicht vergessen, ne? Was? Julia, genau. Genau, Rundumleuchten an. Wegen Überlänge und so, ne? Ach, das merken die schon, dass wir länger sind. So, passt das jetzt? Passt. Sitzt, passt, wackelt und so weiter. So. Jetzt bin ich vorne. Ne, 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 ne. Ja, macht ja nichts. Ja, warte mal, bis Mario kommt. Ja, ich fahre jetzt mal ein Stück weiter vor, dass wir Platz haben. Dann bleibe ich erstmal stehen, bis wir alle in Reihe und Glied stehen. Oh, der muss auch darin. Ja, dann fahr du erst. So. Weil du stehst ja schon. Ja, gucken wir uns das Spiel mal an hier. Mal die Drohne starten lassen. Boah, jetzt noch den Zapfen treffen hier. Ja, ist schon blöd, wenn du Schwierigkeiten mit dem Zapfen hast. Geht das Thema wieder los? Wieso? Ich meine den Zapfen am Trailer. Ja, Alter, habe ich mir schon so gedacht, was du meinst. Ja, dann ist ja alles gut. Dann weiß ich nicht, was du meinst und geht das schon wieder los. So. Ich tanze jetzt gerade hier auf meinem Stuhl. Ja, eben. Was, auf dem Zapfen tanzen? Nein, auf meinem Stuhl. Motorhaube links. Ich muss erstmal meine Spiegel einstellen hier. Wenn ich doch was drin sehe. Andocken. So. Motorhaube rechts. So. Außen, nach außen, nach außen, weiter nach außen. Zack, dann können wir los, wa? Jo, ich bin da. Okay. Ah, Mario ist da. Auf geht's. Ja, ich hab das mit der Drohne geguckt. Ich schick dann immer meine Drohne los und ich hab hier so einen Bildschirm im Cockpit, ne?
Da kriege ich immer das Live-Bild reingefunkt und dann kann ich immer alles von außen sehen. Hilft gut beim Einparken. Na, und der Einfachheit halber mache ich dann in den Videos immer das Drohnenbild als Vollbild, weißt du? Ja, mit dem. Rückwärts einparken. Ich selber sitze ja in dem Cockpit drin. Ich packe ja immer mit Spiegel ein. Ihr seht aber immer das Drohnenbild. Das ist ja nicht das. Ja, ist klar. Wie jetzt? Es gibt so eine Errungenschaft, die du freischalten kannst, ne? Spiegelblick, ne? Oder Schulterblick, ne? Ja? Schulterblick, ja. Die habe ich doch bestimmt schon längst. Du musst 20 mal rückwärts einparken. Habe ich schon viel öfter gemacht. Ja. Mhm. Ja, wird vielleicht irgendwann später dazugekommen sein. Früher habe ich das öfter gemacht. Aber jetzt bin ich meistens zu bequem dafür. Das geht einfach einfacher in der Außensicht. Mit Drohne. Ja, aber einfach kann ja jeder. Einfach ist alles, ne? Ja, macht ja nichts. Mich stört das nicht, wenn andere das auch können, weil ich kann. Ja, dann ist ja mal gut. Ist ja so. Pille-Palle. Pille-Palle. Palle-Pille. Was ist hier? Hier hat jeder eine Panne oder was? Boah. Sieht so aus. Online Banking Made Easy steht hier. Cheyenne! Zu dem Kartoffelland. Ich erinnere mich immer gerne an die unwirklich aussehenden LKWs aus dem Idaho-Event mit den Riesenkartoffeln. Das war immer irre. Sah immer aus wie so ein Spielzeugauto. Okay. Ja. Warum habe ich denn jetzt mich falsch eingeordnet? Warum habe ich das denn gemacht? Naja, wird schon gehen. Muss... Ja, da müsstet auch Videos drüber geben. Über das Event. Ich meine, da habe ich auch Videos gemacht damals. Das ist schon ein bisschen her. Mich wieder erschrocken jetzt. Der Zug. Der Zug, gut. Ich bleib jetzt stehen, Julia. Du fährst los, ne? Jo, danke. Und schon wieder rot. Mein Gott, dann gehen wir doch mal eben noch in die Bar hier. Bar! Na toll. Komm ich gar nicht rüber hier, wenn du da stehen bleibst. Ja, siehst du? Ich kann ja noch 3 Meter vor. Jetzt ist grün. Jetzt ist grün. Na, kannst du mal sehen. Haben sie aber auch schön gemacht, ne? Mit der Bar, wie das flackert, das Licht. Und das sieht jetzt auch richtig schön aus, gerade weil es dunkel ist. Ja. Diese ganzen Beleuchtung hier. Kann ich mir gut vorstellen, wenn dann Winter ist, so in Weihnachtsbeleuchtung. Aber hier ist 20, ich fahre ja viel zu schnell. Wieso ist denn hier 20? Damit man sich das alles schön anguckt? Wahrscheinlich. Ja. Ach ja. So. Und jetzt raus aus der City. 10:45. Rechts ist frei, links ist auch frei. Also rüber. Padada. So, jetzt guck ich mal. Wo seid ihr denn? Seid ihr hinter mir? Oder? Ich bin hinter dir. Ah ja. Und die anderen? Wir stehen an der roten Ampel. Nein. Also, du zu weit ausgeholt? Nee. Ach so, wir müssen geradeaus. Wieder die falsche Einfahrt genommen. Ja. So entdeckt er immer die unentdeckten Wege, weißt du, aus Versehen geht das immer, ne, so, ach verdammt, falsch abgewicht, oh, das geht ja weiter hier.
So, geht weiter. Grün. Dann fahre ich noch so lange langsam, bis ihr Meldung macht, dass ihr aufgeschlossen habt. Und danach fahre ich trotzdem langsam. Weil ich alt bin. Und alte Omis fahren langsam. Ich muss ja durch das Lenkrad durchgucken. Drüber geht mal, nicht. Du musst nicht dem Klischee zwingend gerecht werden. Ja, aber ich gebe mein Bestes. Ja, halt du my very best, ne? Same procedure. Gestern kam eine Nachricht, oder habe ich eine Nachrichten gesehen, bei uns da hat eine 80-Jährige, über 80-Jährige ihr Auto aufs Dach gelegt. Ja, passt super. Mal. Das passiert schon mal. Das ist sportlich. Ja. Wie geht denn das eigentlich mit 20 km/h? Ja, das ist ja das Schlimme. Die fahren ja manchmal schneller als den gut tun, ne? So, was dürfen wir hier? 65? Wie viel fahren wir? 40 oder so. Bis also ihr Meldung. Sind gerade die Auffahrt. Ja, das Problem ist, mit dem Auto ist schwer, weißt du, die Ladung. Ja. Und wenn man dann so einen kleinen Iveco mit 200 PS hat, dann ist so eine Steigung an der Auffahrt schon problematisch. Ja. Einen kleinen Iveco mit einem 55-Tonnen-Panzer, 0,5 km/h ist geil. Musst du mal hier die bist doch hier schon Jessica-Fan, da gibt doch auch hier Military-Traffic-Mods oder so. Ja. Wo du dann hier so Panzer mit transportieren kannst. Ja, aber weißt du, was diese Mods angeht, da bin ich gerne ein bisschen sparsam, weil es kommt gelegentlich vor, dass so Mods auch mal Probleme machen. Dann stürzt sie dir das Programm weg und so ein Scheiß, weißt du? Deswegen, ja. ich brauche das nicht so überladen mit allem Möglichen. Ich könnte höchstens was austauschen. Ich habe 4 Jessicats drin, damit halt die KI so ein bisschen abwechslungsreicher ist und ich die Mopeds habe, also im ETS. Und das reicht eigentlich auch. Ne? Also, ja. Und hier im ATS möchte ich das ganz gerne sauber lassen, also ohne das. Mhm. So, seid ihr aufgeschlossen? Immer noch nicht ganz, ne? Naja, hier hängt noch ein bisschen KI. Ja. Nee, ich bin jetzt hier im ATS. Da habe ich eben sie jetzt meinen, den Scania-Mod, den haben sie jetzt abgedatet. Jetzt kann ich wieder meinen Scania fahren. Mhm. Bin ich jetzt gerade mit unterwegs irgendwo, wo war ich denn jetzt? Kalifornien. Ich war jetzt in Kalifornien, da haben sie ja irgendwie auch vor geraumer Zeit schon unheimlich viel überarbeitet. Und da bin ich jetzt eng alles so mal so ein bisschen am Abfahren wieder, weißt du? Mhm. So, haben die teilweise richtig, richtig toll gemacht. Also die werden, was das angeht, werden die immer besser. Also auch so Kleinigkeiten, weißt du, wo du dann denkst, ey, guck mal, wie süß oder so, ne? Ja. So, ich habe jetzt auf 60, ne? Auf 60 erhöht. Fahren wir mit 60. Ab nächsten Mittwoch fahre ich mit 59. Okay. Nimmst du ein bisschen Rückenwind raus, sagst du. Yep. So, jetzt dürfen wir 80, ne? Ja, dann los. Soll ich 80 fahren? Ja, aber wenn du 70 kannst, dann lass mal gehen, hör mal. Jetzt habe ich 80 eingestellt, du bist schuld. Bis bei 80, ich muss erst mal hinkommen. Bis ich bei 80 bin, sind wir in Idaho. mit dem Gewicht hinten dran, der braucht ja ewig immer. Der hat ja keine Leistung hier. Und vor allen Dingen, du kommst an, bing, 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 bitte tanken. Ja. Mhm. Oh, die 70 habe ich aber schon, geht auch bergab hier. Freier Fall und Berg runter. Und dann kommt eine Kurve und dann... Yay, auch ohne Mario kann ich in den Graben. Ich habe jetzt Tempomat 70 Meilen eingestellt. Ich habe 80 eingestellt. Ich will jetzt wissen, 77? Okay. 78, aber sonst geht das ja nicht mit den externen Aufträgen. Da ist ja bei 65 Schluss. Ja. 80, ich habe die 80 drauf. Und weil Berg abgeht, na? Nee, geht nicht weiter. Geht nicht weiter. Oh, da vorne ist Verkehr. Ich fahr auf die linke Spur. Sie setzt zum Überholen an. Wahnsinnig. Oh, bremsen. Da vorne sind noch mehr. Völlig irre, die Frau.
Ja, ich glaube, 80 müssen wir nicht unbedingt fahren. Ich glaube, eine 70 reicht da völlig. Und eine 65 eigentlich auch. Die sind wir auch gewohnt. Ja, ja. Dann fahren wir. So. Ja, und was fährst du jetzt? 60, ich mache aber noch bis 65. Ich schieb nämlich gleich. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich spüre schon deinen Atem im Nacken. So was kann ich hassen. Stehst du irgendwo im Supermarkt an der Kasse und einer steht so dicht hinter, dass du den Atem im Nacken spürst. Oh, da könnte ich so zurückdreschen, ey. Naja, das ist übel. Ja, blöde ist ja hier, wenn du hier fährst, dass das alles nicht synchron ist. Also sagen Sie mal, haben Sie da vorne Alkohol getrunken? Also ich riech überhaupt kein Alkohol. Ich doch nicht. Ich sehe das Zeug Israel. Ich schlingere da zwischen den Fahrstreifen hin und her, das ist abenteuerlich, ey. Ja, ich will nur deswegen aufpassen, fährt die KI über- auch so bescheuert. Ich will nur verhindern, dass du überholen kannst. Der weiß nämlich nicht, soll er rechts oder soll er links fahren? Der eiert hier rum. Speeding kills. Hm? Ja, ist wohl wahr. Er stand da gerade. Ja, ja. Brumm, brumm. So, selbst die KI getraut sich ja nicht, schnell zu fahren. Ja. Die denken, der Luchsen wäre dabei. Es geht ein Berg hoch. Man merkt das deutlich. Tja, mit einem Truck aus dem Kaugummiautomat ist das eben schwer. Ja, ja, ja. Ja, so 20 Cent reinstecken, einmal drehen, Kapsel raus, ist dann, eine neue Suchmaschine. Na, kommt so. Ach, die Frau Hofbauer spielt jetzt auch American Truck Simulator. Okay. Ja. Na ja. Okay, die Julia hat, glaube ich, ein bisschen mehr Leistung unter der Haube wie meine einer. Aber was glaubst du denn nochmal? Das Ding, das platzt vor Kraft. Ja, da kommt noch einer, der mich überholt hier. Aber ich bin schon zu schnell. Ich müsste 60 nur erlauben. Warum mal ein bisschen runterregeln hier? Ja. Erfolg. 600. Der kommt hier so ruckartig an mir vorbei. Ja, das ist normal im Multiplayer, weil ja immer die Synchronisation mit allen Spielern stattfinden muss. Und das geht nicht immer so ganz smooth. Ja. Ne? Aber ich hab dich gerade angeblinkt von hinten, ne? Hast du das gemerkt? Nee. Nö. Wenn ich jetzt mal aufblende, siehst du das nicht im Rückspiegel? Nee. Ich? Okay. Ja, das war ja früher so, ne? Das haben sie wohl geändert. Weil ich habe nämlich jetzt gerade gedacht, blink dich mal an, dass du an mir vorbei bist, dass du wieder rechts rüber kannst. Nee. Wie die Trucker so machen. Naja, das macht keinen Sinn hier. Weil nämlich die KI auf der rechten Spur ein bisschen langsamer ist. Weil die ja hier auch biegen wollen. Und die bremsen dann immer so stark ab. Okay. So, da vorne ist die Julia. Yep. Ja, mal gleich mal anditschen. Was? Damit sie mal ein bisschen jass wird hier. Da hab ich mich ja noch nicht dran gewöhnt. Ne, letztes Mal hat auch eine angeditscht. Hab mich gleich komplett zu 100% kaputt geditscht. Ich hab vor dich angeklopft. Ja, ja. Ja, hast du doll was abgekriegt? Wieso? Wer hätte denn nun schon wieder einen ausgegeben? Hat das wie getan? Nur ein bisschen. Und jetzt liegt Julia warte. Im Krankenhaus Zimmer 32, 33 bis 34. Wieso bist du da drüber gefahren? Kann man mal ausmachen, hier das Fernlicht. So, Ampel, jetzt mach mal hin.
Oh, geht los. Okay. Geht los. Ja, mal gucken, wie viel rüberkommen. Ja, du kannst ruhig da bleiben. Hast ja ein eigenes Navi. Gefahr Verringerung. Seid ihr alle durchgekommen? Yep. Dann fahre ich langsamer. Na, das war du. Doch noch durchgekommen? Ja, ja, sind alle durch. Gut. Ja. Bei Tiefrot sagt er, na, gerade so bin ich noch drüber gekommen. Hat zwar was gekostet, aber ich bin durchgekommen. Ja. Das war schon wieder fast grün. Ja, war blutorange. Aus dem Augenwinkel heraus wird es rot. Sind ja nur noch 844 Meilenskis. Oh ja, ist ja fast nix. Genießen wir den Sternenhimmel. Ich sehe den Sternenhimmel. Sternenhimmel. Wir beide die gleiche Intention hier haben, ne? Ja, ja. Hubert K., 1981. Ja, ob das jetzt 81 war, weiß ich nicht. Immer. Ja, würde ich sagen. 81 aber kommt ungefähr hin, ja. Also viel ist dann eher. Könnte 80 gewesen sein oder 82. Ich würde aber eher sagen 81. Ja. Aber sowas singt man doch nur, wenn man voll ist, oder nicht? Oder wenn man alt ist. Ja, ja. Wenn man die Zeit selber erlebt hat, ja. Ja. Im richtigen Alter. Das war gerade die Zeit, wo ich so mit der Schule fertig wurde, die langen Ferien, die Lehre angefangen habe. So zu der Zeit, da kam die deutsche Welle. Fing an mit extra breit. Ja, ja, ja. Einkaufstüten, Platzen, wie Träume. Ein GTI fährt mich fast platt. Da war ich gerade bei der Bundeswehr damals. Kinder rotzen über Bäume. In Münster. Ja. Und dann da bin ich, hatte einen Freund damals, der war Student, den kannte ich aus Wesel noch. Mhm. Und die, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die auch noch vom Namen nach, Fleischerei Steinbrink. Sagt dir das was? Ja, ja, an Dienstagen gibt's die, glaube ich. Ja, und der Steinbrink, der Sohn, die haben damals in Lackhausen oder so gewohnt. Und oder Obrichhofen. Jedenfalls hinten, weißt du, wenn du die Umgehungsstraße Richtung Feldmark gefahren bist, ja. Die L7. Weiß ich nicht. Naja, egal, auf jeden Fall da in der Nähe haben die gewohnt und er hat halt in Münster auch studiert. Und dann, wir haben uns dann immer getroffen. Dann hat er mich immer mitgenommen auf die Studentenfäden. Och, war das geil, ey. Und dann hast du dann bei ihm, habe ich dann meistens übernachtet und morgens dann so mit Restalkohol zur Kaserne gefahren, ne? Boah. Das war, so manches Mal hart vorbei am Führerschein weg, du. Das habe ich einmal gemacht. Das war nach der bestandenen LKW-Führerscheinprüfung. Okay. Weißt du? Führerschein bestanden. Ja, naja, wir haben alle unseren Führerschein bestanden und Und gleich wieder abgegeben. Gleich, also, ja, geben Sie mal Ihren Führerschein, den kriegen Sie mich jetzt abgenommen. Ja. Kann ja, hab ich doch noch gar nicht. Hab ich gerade erst bestanden, krieg ich erst morgen. Oder auch nicht. So, und da wo ich stationiert war, dann, es war ja eigentlich auch nicht weit bis zur Disse. Aber trotzdem sind wir da mit Auto hingefahren. Okay. Ja, und dann, so früh morgens um 5 Uhr war das, glaube ich, sind wir dann raus aus der Disse und. Gut, das war Donnerstag auf Freitag. Also da war ja dann sowieso nicht mehr viel los. Und ich bin dann so halbwegs noch irgendwie in die Kaserne mit dem Auto gekommen. Auto abgestellt, Stündchen geschlafen und um 6 Uhr wieder auf der Matte gestanden. Ja, das waren harte Zeiten damals, mein lieber Schwan. So, ja, wir hatten so einen Schuppen gleich keine 500 Meter vorm Kasernentor. Das war so ein bessere. So Soldatenkneipe, weißt du? Wo du dann halt auch so Mädchen kriegen konntest, die das so ein bisschen lockerer gesehen haben.
Ja, ja. So kann man das auch sagen. Ja, ja. Also, sowas wie der goldene Handschuh oder besser? Ja, besser. Das war ja eine Pinte, ey. Also, es gab dann da auch, konntest du dann so mit Knickknack hin, die haben dich dann mit zu sich nach Hause genommen und. Oder wenn du da eilig hattest, auch mal eben im Auto. Eilig? Ja. Das und erinnert mich an die Stelle, da kommt einer so, der möchte gerne zu so einer Prostituierten gehen und guckt sich so um und dann steht da einer auch so am Straßenrand, so in so einer schmierigen Gegend und dann sagt er, hey, was kostet es denn? Und sie sagt dann so, ja, also hier im Hausflur 20 Euro und am Zimmer 100. Er gibt dir 100 Euro, aha, also einmal Zimmer. Nee, fünfmal Hausflur. Ja. Auf jedem Stockwerk einmal. Ja, auf der Treppe. Ob du das oben schaffst, dann, ne? Wenn man Übung hat, wer weiß. Völlig außer Puste. Stand ja eine Kranke. Oh. Ja, 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 ja. So, und rechts abbiegen. Und dann gucken wir mal nach einem Parking Place. Jetzt wird auch bald hell. Warum? Hast du die erste Session schon rum? Ja, ja, klar. Jo, gleich. Ein Stück können wir noch. Eine Schranke ist ich stehe an der Schranke. Ja, du fährst einfach dann gleich weiter und dann holst du uns schon ein. Ich fahre noch ein Stückchen weiter und dann mal anhalten gleich. Guck mal, da oben kommt eine Kamera. Gleich. Vielleicht ist da genug Platz. Was? Ja, gut, fahren wir noch bis zu der Kamera. Dann können wir die da demnächst noch angucken. Mitten in der Wüste hier oder was? Guck dir das an, hier ist ja nix. Nicht mal Bäume. Ach, na hier wird das E-Werk sein, das ist so. Jetzt kommt erstmal ein Tunnel. Oh, da guckst du in die Röhre. Ja, aber sowas von. Ja, aber was? Ja, ich liebe diese Wortspielerei, ne? Ja. Ah, sogar eine Doppelröhre. Dreierröhre. Ich sag nicht sowas. Das ist ganz schön röhrig. Ja. So, jetzt ist die Kamera das auf der anderen Seite. Ich bin. Ja, aber trotzdem schön rechts anhalten. Jedes Kind. Ja. Das halt sogar eine Röhre. Das finde ich ja geil. So, bin jetzt an der Kamera vorbei, damit ihr alle Platz habt. Zum Anhalten. Ach ja. Ja, die müssen natürlich da auf die andere Seite rüberfahren. Rücken Sie bitte jetzt Motor aus, machen Sie Kamerarundfahrt. Ich mach mal. Ah, es wird hell. Ich geh mal gucken. Flusstal. Wo unser Preuße bleibt. Ich bin jetzt gerade durch den Tunnel, durch den ersten. Oh, ja, ah, da kommt er an, ja, da kommt er an. Ich flieg durch die Tunnel, ist auch nicht schlecht. Da drüben andere Seite von dem Fluss ist eine Eisenbahnlinie. Okay. Da fährt ab und zu auch mal ein Zug lang. Ja, der hat aber keinen Tunnel, das ist der Witz. Leistet, kommt die Schienen, die landen voll in einem Felsen und dann ist Ende. Nee, ich fliege gerade hier mit der Kamera durch den Eisenbahntunnel durch. Er ist ein bisschen niedrig, also das muss eine Flachlok sein da. Genau, das meine ich. Da ist die Staumauer, hier ist hier ist ein Stausee, da haben sie ein E-Werk hingebaut. Okay. Ja, ich würde mal sagen, für heute sind wir erstmal unserem ersten Etappenziel angekommen. Wenn ihr die Kamerafahrt auch sehen wollt, dann beim nächsten Mal wieder einschalten, weil dann werde ich da auch noch auf diesen Knubbel fahren, dass wir das noch mal angucken können. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Dann sagen wir mal, lasst uns noch ein Like da.
Schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann sagen wir gemeinsam Tschüssikowski, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bye bye.